gemacht. Sehr gruselig, aua. Ach, diesen Gang meintest du. Ja. Oh ja, cool. Ah, Schätzchen. Ja. Juhu. Ja, Juhu. ich auch, Juhu. ja. Ich wollte jetzt ein Salto machen, aber dafür müsste ich anhalten. Hey! Nein, na, nein, oder? Nein! Warum? Sag mir, Sabina, warum müssen wir immer wieder auf diese Alte stoßen? Ich hasse. Da haben sich letztens die Leute hier mit dem, wo ich mit Estelle dort dann drin war, in der Gruppe auch drüber beschwert. Das Oh, ist schon doch. wieder die Alte. Das ist doch nicht wahr! Ich kann nur Warum, feststellen, Sarah? wird später noch eine große Rolle spielen, die alte Hexe. Hat sich erzählt, die wäre in Isengard auch? Warte Nee, mal. nicht in Isengard, in Frauenkuscheln, ihr seid wieder Angmar. da. Ach so. Es ist Alter. großartig und wahrhaft ein Wunder, dass ihr mich gerettet habt, Syandra. Ich hatte schon befürchtet, es wäre für immer verloren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es allein nach draußen schaffe. Meint ihr könnt mir zu den vorderen Toren von Garth Agarwin helfen? Was machst du überhaupt hier? Wenn ihr mir folgt, finde ich vielleicht einen Weg aus diesem Labyrinth. Okay. Aus wie die Hexe aus Hänsel und Wir Gretel. müssen Ein uns bisschen. beeilen. Beeilt euch, machen wir, dass wir hier rauskommen, bevor mehr von ihnen auftauchen. Folgt mir. Erbarmen, befreit mich von diesen Bestien. Ja, machen wir ja schon. Ja, du und Mädel, und du hängst mit dem größten Bastard überhaupt, hängst du doch zusammen. Erbarmen. Aber guck mal, wie schnell die jetzt auf einmal unterwegs ist. Sag nur Mordiritt. Hey. Oh, oh. Müssen wir die irgendwie beschützen? Dammit. Bin mir nicht sicher, ich glaube ja. Aber ich sollte vielleicht mich als erstes auch mal beschützen. Ich sterb sonst gleich wieder. Ich sehe es noch kommen. Hey! Lass die arme Sarah in Ruhe! Lass mich auch in Ruhe! Wow! Da vibriert ja alles, wenn der schreit. Ja, Sarah? Weiter geht's? Fragezeichen. So, ich pfeife mal gerade hier. Wo ist es denn? Eine Attilas-Essenz rein, so. Die lege ich mir mal auf Shortcut. Und ich möchte gerne raus, so Oh mach shit. so. Was denn? Huh! Oh nein. Wann ist uns die denn abgekratzt? Ja, Dammit. als du gerade die Atlas Mich selbst gekratzt gerettet hast. habe. Shit. Aber es ist ja nicht, es gehört ja nicht zur Na, Aufgabe dazu. genau. Sie hat's halt nicht anders verdient. Now we all deserve to die. Genau. Even you, Mrs. Lovett. Abgeschlossen. Optionales Ziel. Hab immer noch 17 von 18. Ich dachte gerade, du wärst ein düster Wasser. 17 von 18? Dann brauchen wir ja noch einen. Da, zum Beispiel. Wie wär's hiermit? Mami! What the Gott help your outcast! Ich habe immer noch nichts gekriegt, so ein Dies. Okay. So, wir müssen irgendwie Ja. einen komischen Vieh bekommen, was wir umbringen müssen, bevor wir zu Eva können. Okay. Ein krummiges Vieh. Hier ist was aus dem Boden gekrochen, wie ein Schneeglöckchen. Ja, ich stehe auch auf Muschu. Bom. Tot, würde ich sagen. Ja, und Abgeschlossen, die Verfeinung der Toten 3. ja, supi. Das ist doch mal was Schönes. Ja. Ich will das Morgenrot wecken. Tod. Gegen den Schrecken, gegen Angst und Not wecke ich das Morgenrot. Und ich laufe dann mal wieder zurück zu meiner lieben Schlechte. Und dann gucken wir mal. Ups. Nein. Nein. Und was bist du?
War ich auch nicht. So. So, so, so. Zum Didum. Such dann mal, such mal weiter. Ich folge dann irgendwann. Irgendwann bin ich dann auch bei dir. Irgendwann. Auf hier, da wollen wir noch mal gucken. Ah, ich glaube, ich habe meine Compadre gefunden. Jo, oh ja, cool. Block. Vita. Das ist so kühl. Oh, geil. Und dann noch 11.000 Lebenspunkte. Ja. Ich bin da, ich bin da. Ich komme. Ich komme. Das da? Ah, Blockritter. Der Blockritter. Ja, wenn ich dich nicht hätte, Gott. So? Hat der sich gerade komplett respawned? Ja, hat er. Dum, 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 dum. Oh, oh, er sabbert. Und ich bin schon... Ja, du bist tot. Ich bin schon wieder tot. Er ist doch nicht wahr. Ich bin dann irgendwann mal auch wieder da, aber ich starte irgendwie gerade von der anderen Seite aus, deswegen muss ich mich gerade mal orientieren. Oder ich habe mir das eingebildet gerade. Nee, wir sind auf, ich bin auch woanders, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, ich wäre woanders. Wie schön man sich manche Sachen einreden kann. Wie sehr man sein eigenes Gehirn doch bescheißen kann. Er ist tot. Der Weg zu Eva ist jetzt frei. Er ist tot. Er ist tot. Ich habe ihn tot gemacht. Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz. Level 32. Upsig! Aha, Zicket. Die Verfeindung der Toten. Mensch, Bonus auf Schwertschaden. Das könnte ich nachher direkt mal ausrüsten. Coolio. Ja, Elben haben Bonus auf Verbogenschaden, aber das bringt mir nichts. Ja, super. Estelrod. Ja, aber Estelrod kann ich mir dafür nichts kaufen. Das stimmt wohl. Hallo! So, Zen, let's do Eva and kill the biggest asshole in the world. I am so frightened! I'm so fucking frightened! Also, denk dran, ne? Nicht die beiden Banner-Unholde da. Ja, im Namen des Auges und der Eisernen irgendwas. Er steht auf diesem Fleisch, durchdringt es mit Fäulnis und hebt, bla bla bla. Er steht auf Diener, ein neuer Elender ist gekommen, um mit uns zu kämpfen, meine Maid. Und bei dem Geruch lebendigen Fleisches wird der Diener zugleich auf die Probe gestellt. So. Kniet vor dem überlegenen Celeste. Ich bin und Syandra ist tot. Ja, und Syandra ist tot. Ey, das ist doch nicht wahr. Ey. Und Syandra war tot. Ja. Syandra folgt dann mal. Syandra ist auch irgendwann wieder da. Wahrscheinlich ist Eva bis dahin tot. Aber... Ja, der hat noch acht... Er ist tot. Ihr habt Eva Bluthand besiegt. Und ich habe abgeschlossen. Herausforderung Eva. Dann bleibe ich hier stehen. Nein. Oh Mann. Noch welche zum Umbringen? Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon, Mama. Aber ich möchte lieber mit meinen Freunden spielen, anstatt Hausaufgaben zu machen. Ach, ich liebe die Heilungsfähigkeit des Jägers. Das funktioniert bei wenigstens auch mal. Ja, habe ich noch. Abgeschlossen. Verfeindung der Toten 3. Das finde ich gut. Durch Celeste besiegt, unredlicher Unhold. Eigentlich brauche ich immer noch einen von den Kreaturen. Okay, suchen wir mal einen. Sorry, already dead. 15 Punkte! Wie viel habe ich denn mittlerweile? 2269! Moria, ich komme! Und Verfeinerung der Toten. 150 Unholde, ja cool. Und dann nehmen wir noch ein paar Sachen mit. Passt natürlich alles nicht rein. Da ist Madame schon abgeflitzt. Ja, ach was, komm raus aus der Instanz. Ach, wir können doch erstmal gucken, oder? Ach, ist doch optionales Ziel, ist doch wurscht. Okay. Aber wir könnten auch erst noch gucken. Ja, ich habe ja auch vorhin dafür nichts gekriegt. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Weil du hattest die voll, ich noch nicht. Seltsam. Das ist sehr seltsam. Gott. Meine Hände sind kalt. Das war mal ein Meuchelmord vom Herrn. Oder? Ja, ne? Das war doch mal total der Meuchelmord vom Herrn. Das
war doch echt so ein Assassinensterben. Ja, ich glaube auch du. Das wäre doch mal noch eine Idee für eine Klasse. Assassine. So von hinten, weißt ja. du? So aller Assassin's Creed. Oh, ja, ich glaube, sowas Heimtückisches, in Anführungszeichen, hast du ja mit dem Schurken. Ja. Ich warte mal einen Moment. Stimmt, Schurke. Welche, Klassen können nochmal Schurke sein? Menschen. Hobbit? Hobbitze? Ja. Level up. Huh! Und zwar, während ich tot bin. Ist das lustig. Sag mal, hast du einen Varg umgebracht? Liebelein? Nein! Weil der gerade tat, die Verfeindung der Waage kam. Hab ich nicht. Ich hab gerade die... Das ist auch faszinierend. Ich hab gerade die Tat bekommen, die Verfeindung der Waage 2. Besiegt Waage. Hm. Und ich dachte mir nur, verdammt, du hast aber keinen Waag gesehen. Ja, hab ich auch nicht, also... Strange. Und ich hab orange, sage ich. Ich hab gelb. Ich hab Ivas Banner gefunden. Der Ring... Ach, das kann ich, können wir uns schön fürs Haus machen. Ivas Banner. So, ich folge. I follow you, deep, deep, baby. So, dele. Du komm, geh doch. Geh doch zu. Genau, da sollst du hingehen. Genau, geh doch bitte in Mandos Hallen. Ach nee, das sind ja die Elben. Du bist nicht würdig, in Mandos Hallen einzufahren. Also wirklich.